So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together. Ich habe eben schon mal einen kleinen Blick ins Team geworfen. Ich habe da nochmal ein bisschen die Attacken etwas aufgeräumt. Außerdem habe ich Neo mal ein Item in die Hand gedrückt, weil ich gemerkt habe, wir haben einen Siegesang. So, wo war hier nochmal das Pokémon Center? Oh Gott, Herzhofen. Herzhofen, wo war dein Pokémon Center nochmal? Hier ist Wettbewerbshalle. Und, ah, hier ist es, okay. Ich glaube, ich bin vorhin direkt dran vorbeigerannt. So. Mein Ziel für heute, nachdem Koto ja schon in der Wettbewerbshalle war, werde ich heute einfach mal die Arena aufräumen. Schon meine dritte Arena. Ich lasse mir diesmal gar nichts übrig. Hey, hallo, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ? So eine Arena wie die hier, so etwas hast du noch nicht gesehen. Und weißt du warum? Weil du sie gar nicht sehen kannst. Drin ist es nämlich stockdunkel, aber keine Sorge. Ich habe hier eine Taschenlampe, die will ich dir überlassen. Die Trainer in der Arena haben auch Taschenlampen. Scheint deine Lampe auf einen Trainer oder sie erwischen dich mit ihrer, heißt es kämpfen. Jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Es geht um die Fußbodenfelder. Finde zuerst das blaue Feld im Raum und merke sein Muster. Gehe dann zu der roten Tür, die dasselbe Muster trägt. Du musst durch die richtigen Türen, um zum Marienleiter zu gelangen. Gehst du durch eine falsche rote Tür, landest du wieder hier vorne. So ist dieser Ort angelegt. Ganz schön gemein, was? Aber du schaffst das. Ja. So. Ich will aber alle Trainer sowieso besiegen. Also, her mit euch. Gehöre Beatrice mit einem Traumvogel. Also dann, Chris. Zeig mal, was du kannst. Oh, jetzt sehe ich gerade, Chrissy schreibt mich gerade im Battle.net an. Ja, super, der sucht sich immer wieder die schönsten Zeitpunkte aus. Okay. Leitteiler? Gefällt mir jetzt gar nicht. Ja, wenigstens ist es sehr effektiv und 724 EP, das ist doch eine Menge. Ich schmeiß Chris mal eben Supertrank rein. Hier muss er noch ein bisschen weiter kämpfen. So, da hinten haben wir das blaue Symbol, das ist das Dreieck, okay. So. Dann machen wir dich als nächstes, Ilja, mit einem Nebulak. Was für eine Überraschung. Das ist ein Angriff verringert, das interessiert ihn, glaube ich, jetzt. Wobei doch, es interessiert ihn ein bisschen. Wenn er physisch angreift mit Tiefschlag. So, hier gibt es auch 406 EP. Ein Driftlon. Ja, aber da können wir doch sogar sehr effektiv mit Step draufhauen. Funkensprung. Und Finalschlag? Ja, hat er natürlich. Was anders hätte mich auch gewundert. Aber Chris erreicht Level 26. Nur oh, schon 51 Angriff, das wird ja langsam. Chris darf gleich weitermachen. Kriegt er noch einen Trank spendiert. Dafür war ich ja einkaufen. Dreieck haben wir gesagt, ne? So. Hier haben wir auch wieder ein paar Trainer, die würde ich auch gerne noch alle besiegen. Schuld
Kind Priska mit einem Driftladen. Er hat doch auch bestimmt wieder Finalschlag. Geht einfach mal nicht davon aus, dass er mal eine Entlastung hat. Weil das eigentlich mal ganz angenehm wäre. Und ja, natürlich hat er einen Finalschlag. So, dann kommt noch ein Driftlord. Oh, und jetzt werde ich sogar noch auf Facebook angeschrieben. Ich würde mal vermuten, dass das Chrissy ist. Nachdem er mich im Battle.net gerade nicht erwischt hat, versucht er mich jetzt in Facebook zu erwischen. Naja, der muss jetzt warten, bis die Aufnahme vorbei ist. Ich hoffe jetzt bloß, dass es wirklich nichts Dringendes ist. So. Hey Chris, kriegst du noch einen Trank für die ganzen Finalschläge, die du einstecken musst hier? So. Dich will ich auch noch verkloppen. Und jetzt versucht das wahrscheinlich sogar noch in Skype. Es scheint wirklich wichtig zu sein. Ich glaube, ich werde nach dem Kampf einfach mal ganz kurz schauen, was er will. Da stoppe ich mal ganz kurz die Aufnahme. Fluch. Ja, es ist sinnvoll, wenn du das bei deinem einzigen Pokémon machst und ich dich so oder so angreife. Damit erleichterst du mir jetzt den One-Hit-KO. Wobei, ich könnte ja eigentlich... Ich habe hier nebenbei meinen Laptop an. Ich kann ja auf meinem Laptop schauen, was er will. Oh, und in Skype war das gar nicht, Chrissy. Okay. Ja, das war gar nicht sein einziges. Okay, Traunfugil kommt. Komm, mach mal mit Wupan. Wenn ich jetzt gerade nichts sage, liegt daran, dass ich nebenbei auf Facebook schaue, was er mir jetzt geschrieben hat. Ja, es war tatsächlich Chrissy, der mir hier auf Facebook geschrieben hat. So, okay. Jetzt habe ich ihm mal ganz kurz zurückgeschrieben. Einfach mal, damit er Bescheid weiß, dass ich gerade am Aufnehmen bin. Oha. Und nee, jetzt komm. Da haust du mir jetzt einen Leitteiler rein. Und meine Teamspeak-Verbindung hat sich auch gerade noch verabschiedet. Ja, ich bin heute ein bisschen unvorbereitet in der Aufnahme, merke ich gerade. Skype habe ich jetzt zumindest mal auf beschäftigt geschalten. So, Entschuldigung, wenn man da jetzt gerade was gesehen hat. So, Wupan wieder nach vorne. Ich wollte einen Trank für Wupan haben. Und für Chris gibt es auch gleich einen. Einmal, damit alle versorgt sind. So. Den machen wir auch noch. Nebulak auch immer schön physisch draufhauen. Der hat zwar in beiden Verteidigungswerten nicht wirklich viel, aber in der physischen ist er nochmal ein gutes Stück schwächer als in der speziellen. Ah, ein Level höher als vorhin, der Level 22. Jetzt kriege ich ja direkt Angst. Und dann noch ein Alpollo. Mal schauen, ob ich das auch noch one-hitten kann.
jeden Fall bin ich auch noch schneller. Ist auch irgendwie noch leicht faszinierend. Ja, er bringt sich selbst um. Level 27 für Wupan. Beide Angriffswerte bei ihm gleich hoch. Ist auch schön. Dann würde ich jetzt Neo mal nach vorne werfen. Der hat ja letztes Mal noch sein Knirscher gelernt. Jetzt brauche ich hier erstmal das blaue Feld. Wo ist denn das? Ah, jetzt habe ich es hier. Das Herz, oder? Ja, das Herz. War das das vorhin nicht? Ja, das ist das Herz. Und da sind wir eh schon bei der Arena-Leiterin. Dann frische ich nochmal ganz schnell die letzten paar KP von unseren anderen beiden Pokémon auch noch auf. Kann man nicht vorsichtig genug sein. Vor Lamina habe ich so ein bisschen Respekt. Also, hallo. Oh, 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 oh. Endlich bist du hier angekommen. Seit in dieses Land ich gekommen bin, will ich immer neue Dinge lernen. In dieser Stadt gibt es Wettbewerbe, ne? Da sagte ich zu mir, Oliver, ich werde sie gewinnen. Und deshalb bin ich so angesorgen. Es ist wie eine große Performance. Außerdem habe ich Pokémon viel studiert, so ich bin die Arena-Leiter. Und du willst mich herausfordern? Bon, aber ich werde gewinnen. Das ist logisch, weil ich bin eine Arena-Leiter, n'est-ce pas? Sorry, aber wenn ich Französisch rede, kann ich leider, oder zumindest mit französischem Akzent rede, kann ich leider keine Frauenstimme imitieren. Das habe ich zumindest noch nie probiert. Also, hier haben wir ein Zwirlicht. Neo sieht ein bisschen angepisst aus, wenn man seine Backsprite so ansieht. Aber gut, der darf jetzt ein paar Geisterchen zerbeißen. So, da kommt gleich ihr Traumagil. Ich weiß, dass das Viech Zauberblatt kann, aber ich werde jetzt einfach mal trotzdem drin bleiben, weil Neo ist schneller. Da bin ich mir ziemlich sicher zumindest, dass der schneller ist. Und sogar fast wild. Was kommt, Zimel oder Citro? Citro-Beere, was noch sonst. So, da kommt sogar mit dem Spuckball. Ich gedacht, da kommt jetzt ein Zauberblatt. Oh, das hat aber ganz schön reingehauen. Na gut, dass ich mit dem nächsten Knirscher gleich K.O. setzen kann und das war auch schon ihr stärkstes Pokémon. Das sollte jetzt auch ordentlich EP geben. So, da kommt der Sägesang, den ich ihm gegeben habe und 1041 EP. Und da kommt Alpollo. Ja komm, das machen wir auch gleich noch. Immer schneller als ein Trauma geht, sind sie immer auch schneller als ein Alpollo und Alpollo hält noch ein bisschen weniger aus. Also komm. Ja, das war einfacher als erwartet, muss ich mal so sagen. Nummer 648 EP hinterher und damit erreicht er Level 27. Du bist enorm stark, das beweist meine jämmerliche Niederlage. Ich bin verblüfft. Du bist sehr, sehr stark und deine Pokémon sind auch so stark. Deine Stärke ist eine große Wunder. Ich werde geben dir diese Orden. Und damit haben wir den Reliktorden. Mit dieser Orden, du kannst einsetzen, die versteckte Maschine auflockern, auch außerhalb von einem Kampf. Und ich gebe dir noch eine technische Maschine. Bestimmt du erst Verwendung dafür. TM65 Dunkelklaue. Jawohl, dafür habe ich glaube ich sogar Verwendung. Diese TM65 enthält Dunkelklaue. Diese Attacke ist wie eine Surprise. Sag auf, du machst Volltreffer. So. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten und... ja. Nachdem ich meine letzten Folgen alle so lange gemacht habe, würde ich sagen, gehe ich jetzt ins Pokémon Center
und lass Koto hier den Rest machen. Der wollte sich hier nämlich sowieso noch ein Pokémon holen. Jetzt drehen sie aber gerade wieder durch in Skype. Habe ich das nicht eigentlich auf beschäftigt gestellt? So, jetzt sollte da nichts mehr kommen. Okay. Pokémon sind wieder vollgeheilt. Ich packe Chris noch nach vorne. Und Wupan an die zweite Stelle. Und ich verabschiede mich hier von euch. Und wir sehen uns in der übernächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.